Peter Löw, das Duell. Eine Landstraße im Winter. Zwei Lichtaugen durchdringen das Grau, das die Weite verhüllt. Als der LKW hält, ist Klett zuerst aus dem Wagen. Ein nasses, bissiges Streichen vereist die Straßenbäume, die Schneeflächen und die Überlandleitung. Soweit einsehbar hängen von ihren Masten in wirrem Durcheinander Drähte herab. Schon durch die Kälte zum Zerreißen gespannt, hielten sie der Last des daumenstarken Eismantels nicht mehr stand. Hat doch gar keinen Zweck, dass wir erst anfangen. Hier kommt sowieso noch mehr runter. Was ist los? Wie wir es aufhängen, fliegt uns das Zeug zurück auf den Hut. Hast wohl Schiss vom Wetter. Heute kommst du nicht drum rum, Klett, auch wenn es nicht dein Lieblingsfach ist. Was heißt denn Ihr Lieblingsfach? Wir verstehen uns schon. Für den Außendienst sind wir Alten noch gut. Na, Klett, da hast du's wieder. Du meinst es ehrlich und er lappt dich ab. Kein Wunder, dass es klirrt, wenn du Steigeisen und Draht vom Wagen schmeißt. Dem Dickbauch werde ich schon Antwort verpassen, keine Angst. Das kriegt er heute noch zurück. So ein Quatsch. Wenn das Wetter nicht umschlägt, geht morgen früh kein Gespräch über den Draht, trotz unserer Ackerei. Das weiß er selber. Aber dass ich's gesagt habe, das war ihm ein gefundenes Fressen. Dann halt doch die Klappe. Dir macht doch so ein Einsatz nichts aus. Ich habe nie behauptet, dass ich besonders wild bin auf Grobschusterei. Schon gar nicht bei solchem Sauwetter. Und am Sonnabendnachmittag. In 3,5 Stunden geht mein Zug. Wenn's auf der Linie überall so aussieht wie hier, na, dann kann Inge warten. Ich verstehe. Aber wenn's wenigstens einen Sinn hätte. Vielleicht schlägt das Wetter noch um. So sieht das aus. Passt auf, Leute, wir teilen uns gleich. Ihr beide, Lehmann und Reimann, zieht vor. Und wir beide, Klett und ich, machen hier los. Dann Feld um Feld Wechsel. Was sagst du dazu, Klett? Der Quellmalz will mit dir gehen. Warum dürfte klar sein? Weil ihm so ein junger Dachs wie ich das Klettern abnimmt. Da kann ich auch große Töne spucken. Und er nimmt bescheiden mit dem Bodendienst vorlieb. Aber die Rechnung werde ich ihm vermasseln. Und Klett marschiert los. Die anderen haben gerade erst den Gurt um den Bauch, Quellmals noch nicht einmal das. Sieht aus, als hätte er tatsächlich nicht die Absicht zu steigen. Denn jetzt läuft er, wie er ist, los mit Werkzeug und Draht, mit den anderen rüber zum Graben, wo Klett schon die erste Leitung hochreißt, dass die Eisklumpen fliegen. Na, Brigadier, wie ist das? Hast du es ihm nicht gleich zu hart gegeben? Dem Klett zu hart? Das weiß doch jeder, dass der sich vom Außendienst drückt, wo es nur irgendwie geht. Der ist schon zu fein für, hat kaum reingerochen ins Handwerk und möchte am liebsten nur noch im Stehkragen und Kittel arbeiten, bloß weil er einiges an Theorie aufgeschnappt hat. Der Dreck ist gut für uns. Reimann und Lehmann bewegen sich schon als graue Schatten im benachbarten Feld. Klett schafft die erste Leitung hinaus. Quellmals fliegt unten die nächste Länge zusammen. War vielleicht ein Fehler, dass ihr ausgerechnet Klett zum Lehrgang geschickt habt. Er hat nun mal den jüngsten Grips von uns allen. In ein paar Jahren gehe ich in Rente. Und die anderen? Hatten keine Lust, nochmal die Schulbank zu drücken? Darum geht's ja auch gar nicht. Sondern darum, dass er sich zu fein vorkommt für handfeste Arbeit. Die Aufgaben verteilt der Meister. Warum soll er einen qualifizierten Mann Strippen ziehen lassen, wenn's nicht sein muss? Du bist anscheinend nicht mehr auf dem neuesten Stand. Behauptet er. Immerhin. Wenn es Probleme gibt mit der neuen Technik, gehen die Kollegen schon zu Klett und nicht zu dir. Und seine Arbeitseinstellung? Der wäre doch glatt umgekehrt heute, egal wie es draußen aussieht. Hier hängen Leitungen oben, in denen gehen auf einmal 120 Gespräche hin und zurück. Wenn da eine über Nacht liegen bleibt, ist was los. Die Leitungswege reichen sowieso schon hinten und vorn nicht. Aber wie die Jugend heute so eingestellt ist, bloß überall die Vorteile mitnehmen und einen Schwanz einziehen, wenn es mal ein bisschen um die Nase rumpfeift. Ich hätte auch lieber im trockenen Schuppen meinen Hasenstall weitergezimmert, aber erst kommt der Dienst. Das ist bei Telefonus nie anders gewesen. Bloß die jungen Brüder haben dafür keinen Nerv. Weiter. Sie ziehen von Mastfeld zu Mastfeld. Das Wetter zeigt sich von keiner besseren Seite. Eher wird der nasse Niederschlag dichter. Von Zeit zu Zeit gibt es einen scharfen Peitschenhieb über den Köpfen. Schwer klirren nach dem Riss die Leitungsenden samt ihrem kristallenen Ballast auf den überkrusteten Schnee.
Fast scheint es, Klett, als solltest du recht behalten mit deinen Bedenken. Aber was hilft's? Quellmalz macht dir schon wieder die nächste Leitung fertig. Die schaffe ich noch auf. Aber dann ist er dran. Ich bin jetzt oft genug rauf und runter. Hier, Klett. Die ist ungünstig gefallen. Pass auf, dass du sie richtig hochnimmst. Sonst gibt's Fitz. Was hast du denn? Oh, nichts. Du hast recht gehabt, Brigadier. Wirklich verdammt ungemütlich heute dort oben. Du unten wirst das gar nicht so merken. Wie war das? Willst du ranzig werden? Mensch, gibt's denn sowas? Komm her und bleib unten. Ich steig dir was vor, wenn's dir zu viel ist. Jetzt hast du's erreicht, Klett. Er geht seinen Steigeisen holen. Der ist ganz schön in Fahrt. Soll er doch. War ja seine Behauptung, dass es heute rangeht. Aber ich nicht allein. Er ist nicht mehr der Jüngste. Um andere anzupfeifen, ist er auch nicht so alt. Und um anzugeben. Und es geht doch die ganze Zeit. Die alten Telefone, das waren noch Kerle. Von wegen im Auto zur Baustelle raus. Früher ging es zig Kilometer mit dem Handkarren die Landstraße lang und außerhalb des Dienstes, versteht sich. Und ihr denkt Wunder, was ihr heute leistet mit eurer Gescheitheit. Vielleicht erzählt er das bloß, um zu beweisen, dass er auch noch wer ist. Wenn du mit deinen Kenntnissen brillierst... Na, warum ist er denn nicht zu den Lehrgängen gefahren? Weil keiner eine Mark Leistung einbüßen wollte. Da war ich gut. Und neulich, als er mit der neuen Anlage nicht klarkam und mich rufen musste... Da hast du hinterher zu Lehmann gesagt, aber so, dass es der Dicke hörte, die alten Telefoner brechen heute mächtig ein in der Technik. Stimmt's, Quellmalz? Eine Flätzigkeit jagt die andere. Jetzt ist Quellmalz noch mastscheu. Nicht bloß schwach in der Technik, auch draußen in Niete. Das hat er nicht gesagt. Aber gemeint. Und das mir, der ich 30 Jahre Leitungstruppe auf dem Buckel habe, dem die Knochen steif geworden sind zwischen den Isolatoren. Und warum bist du nicht mitgestiegen, um ihn fertig zu machen? Ich hätte ihn Gurt schon noch umgeschnallt. Aber erst musste er mal was zeigen. Hat er doch. Ja, bloß um wieder pampig werden zu können. Bloß darum. Aber dem Bruder werde ich's beweisen. Nun steigen sie also abwechselnd auf. Der Alte, der Junge. Quellmals, wenn er dran ist, rennt in seinem Ärger nicht schlecht an den Masten hinauf. Der gibt sein Äußerstes. Von mir aus, keiner hat Schrittmacherallüren verlangt. Wer die längere Puste hat, ist noch nicht raus. Dabei habt ihr Reimann und Lehmann schon ein paar Felder abgenommen. Sie sind nicht mehr zu sehen. Der Sprühregen wird auch immer dichter. Schau mal das Eis auf der Wetterseite des Mastes. An deiner Stelle würde ich etwas vorsichtiger steigen. Damit der Dicke... Ach, verdammt. Abgerutscht wie ein Stück Seife. Ein Glück, dass du die Hand schon am Querträger hattest. Sonst hätten sie dich mit Blaulicht aus dem Dreck holen müssen. Ah, das Hetzen bringt nichts ein. Soll der Dicke allein die Knochen riskieren? Der wird sich hüten, was, Quellmals? Du bist ja ganz blass geworden. Dieser Idiot. Nicht mal die Sicherheitsschlinge lag um den Mast. Es sollte eben schneller gehen. Und wäre er gesegelt, hätten sie mich am Schlafitzen gehabt. Hast wohl nichts gesehen, Brigadier. Und du? Was war vorhin mit deiner Sicherheitsleine? Ich rutsche auch nicht so schnell ab. Er ist nervös, weil er nicht mitkommt. Aber den kann ich auch auf andere Art überrunden. Meiner Puste bekommt das Rennen sowieso nicht besonders. Gratuliere, Klett, dass du wieder heil auf dem Boden stehst. Schau, jetzt steigt auch dein Brigadier vorsichtiger auf. Trotzdem, Klett, hat er dir noch manches voraus. Es wirkt wie ein Spiel, wenn er da oben arbeitet. Die Leine des Flaschenzuges scheint bei ihm nicht zu fitzen, auch die Zugscheren klemmen anscheinend nicht. Mit ein paar Handgriffen legt er den Draht um die Isolatoren. Dein Vorteil, Quellmals. Weil es so schnell geht, brauchst du keine langen Pausen, um die Hände zu wärmen. Jetzt zeigt sich, wer Grund hat zu trumpfen. Wenn Klett oben steht, kann ich inzwischen 3 Pfeifen ausrauchen. Schnottrigkeit macht eben Erfahrung nicht wett. Wenn's auch heute vorne und hinten heißt Jugend. Meinst du, dass du es auch mit den Kräften durchhältst? Die Drahtbrüche nehmen auf der Strecke nicht ab. Meine Beine machen heute ganz ordentlich mit. Bloß dieser Druck um den Bauch. Der Gurt ist wieder mal einen Kilometer zu eng. Möchte wissen, ob Klett die Hüften auch schon spürt. Jedenfalls habe ich dem Kameraden mal gezeigt, wie am Draht gearbeitet wird. Als Klett und Quellmals das Dorf Tannheim und damit die Grenze ihres Entstörungsbezirkes erreichen, sind seit Arbeitsbeginn 2 Stunden vergangen. Klett lehnt erschöpft am Zaun der Gemeindepost.
während der Brigadier ins Haus stapft, um mit dem Amt zu telefonieren. Als Reimann und Lehmann mit dem LKW die Dorfstraße herabkommen, kehrt er zurück. Geh rein, Klett. Lass dir von der Postfee einen heißen Kaffee einschenken. Wir rücken weiter auf Waltenborn vor. Sonst war alles umsonst. Die wichtigsten Leitungen nach da drüben sind noch tot. Die Waltenborner können es nicht schaffen. Denen soll es in anderer Richtung eine Linie mitsamt den Masten aufs Kreuz gelegt haben. Na, Klett? Du vergisst ja vor Schreck, die Zigarette vollends aus der Packung zu ziehen. Verdammte Kiste, jetzt kann ich meinen Zug abschreiben. Sonst hätte es gerade noch geklappt. Prima, Dicker. Passt herrlich zu deinen Rachegefühlen. Und der nächste Zug? Ach, geht zu spät. Inges Mutter hat heute Geburtstag. Und ich wollte erst wegen der ganzen Tanten nicht fahren. Jetzt denkt Inge, ich will sie verschieben. Dann steige hier aus und lass dich mit dem LKW reinbringen. In anderthalb Stunden wird es sowieso finster. Und in so einem Fall... Dass der Dicke zu seinem Triumph kommt? Nee. Jetzt gerade nicht. So ziehen sie mit Steigzeug und Draht auf dem Rücken in fremdes Revier. Leisten sozialistische Hilfe. Weit braucht ihr nicht zu gehen, da müsst ihr schon wieder klettern. Wer ist dran? Quellmals. Immerhin, Klett. Hält er sich wacker? Der würde die Nacht durchmachen. Bloß um mich einknicken zu sehen. Aber vorher, Dicker, singst du selber vom Mast. Schade, Brigadier, dass du nicht weißt, was dein Kollege so denkt. Das weiß ich. Heute zum Sonnabend hatte der garantiert noch was vor. Klar, dass ich schuld bin am verlängerten Einsatz. Dabei wird mir allmählich selber nass unter der Mütze. Die Männer kommen auf dem neuen Linienabschnitt nur langsam voran. Die Drahtbrüche folgen dicht aufeinander. Auch um die aufgehängten Leitungen bildet sich sofort wieder ein Eisfilm. Quellmals lehnt an einem Straßenbaum und kratzt an seiner Wattejacke herum. Ein Überzug von aufgefrorenem Spray. Sogar auf deiner Braue, den Bartstoppeln, liegt er wie raureif. Wenn's weiter nichts wäre. Aber mir ist wie ausgiebig verschnaufen. Auch bei Klett geht's noch langsamer jetzt. Das machen die spröde gefrorenen Hände. Trotzdem macht er mich tot mit seinen Reserven. Die Beine. Jetzt fangen die an, ihr Spielchen zu treiben. Immerhin hast du Haltung gezeigt. Der auch. Hätte ich nicht vermutet. Aber der durfte mir auch nicht schlapp machen heute. Hallo, Klett. Du ziehst dich ja so verkrümmt gegen den Mast. Stimmt was nicht? Dieser verfluchte Schmerz um den Bauch. Dieses verfluchte Korsett. Möchte wissen, wie der Dicke das aushält. Als das Ende der Linie in Sicht kommt, ist es fast finster. Quellmals arbeitet sich an einem der letzten Masten hinauf. Ein kompliziertes Gestänge. Wie es aussieht, nicht leicht zu besteigen. Auf allen Seiten Streben, über die du hinwegklettern musst. Und die Leitung so dicht darüber, dass du mit deiner Fülle kaum durchkommst. Sowas Verbautes hat mir gerade noch gefehlt. Gut, dass dann Schluss ist. Mein Pulver ist alle. Ich spüre sämtliche Knochen. Klett wird es nicht viel anders ergehen. Nach dem Einsatz. Vielleicht. Wo ist die Zange? Kannst ruhig schielen von unten. Aufstecken siehst du mich nicht. Noch zwei Masten für dich, Klett. Gott sei Dank. Ein dritter wäre auch nicht mehr drin. Ich staune bloß über den alten. Was schlägt er denn da in der Luft rum? Hey, Quellmals. Ist was passiert? Die Zange. Meine Zange ist runter. Menschenskinder, jetzt bin ich erschossen. Ich muss wieder runter. Und nochmal hier rauf. Diesen Halsbrecherbock. Warum hast du auch gegen die Bestimmung gehandelt? Du hast die Zange bloß an den Rand des Gurtes gesteckt. Aber Werkzeug gehört in die Steigergurttasche. Deine ständige Rede vor den Kollegen. Der unten wird jauchzen. Und jetzt fängt auch noch mein Bein an, dieser elende Knochen, Krampf in der Wade. Wie soll ich bloß runter? Ich kann doch den da unten nicht bitten. Du hast es nicht nötig, Brigadier. Lass das abgurten. Klett kommt. Nicht möglich. Doch. Klett bringt die Zange.